Herr Giffon, Ja. Sie sind hier der Architekt, der also vorhat, aus einem Supermarkt eine Kita zu gestalten. Richtig. Können Sie ein bisschen uns darüber erzählen? Ja, was wollen wir da groß zu sagen? Es ist einfach so, dass dieses Ortszentrum ja eigentlich damals vor 12 Jahren unter anderen Aspekten errichtet wurde. Da sollte ja dieser SD-Markt hier mit Lehm in diese Ortsmitte bringen. In der Zwischenzeit haben sich jetzt sozusagen einige Sachen geändert und die Marktsituation hat sich geändert. Es gibt genügend Konkurrenz hier und aus dem Grunde ist also der alte Marktbetreiber rausgegangen. Und wir müssen ja irgendwas machen, um den Markt wieder oder das Ortszentrum zu beleben. So, und wir hatten uns eigentlich vorgestellt, dass das Zusammenleben zwischen alten und jungen Menschen eigentlich auch gut funktionieren könnte. In den Diskussionen, die es jetzt im Vorfeld gab, hat man gemerkt, es gibt da unterschiedliche Ansichten, aber wir denken, dass der Ort hier eigentlich ganz gut geeignet ist, um Kinder unterzubringen, Kinder hier also auch gut betreuen zu lassen und aber auch das Leben wieder hier in dieser Ortsmitte zu befördern. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Ausführungen. Gerne und doch. Wir wollen uns jetzt mal Ihren Laden von noch innen betrachten. Schauen wir uns den mal an, ja. Ja, vielen Dank. Bitte.